Herzlich willkommen zu so später Stunde. Es scheint wohl so, als hätten wir in der Disney-Aktie in der Tat, ich muss dazu mal ganz eben kurz hier das Ganze auf 3 Monate machen, damit wir es sehen. Oder 1 Monat. Ja, es scheint wohl so, als hätten wir hier in der Tat das Allzeithoch sozusagen, das wir letztens angetestet hatten, hier. Am 12. November sowas. Heute eben dann nochmal ganz kurz zurückgesetzt auf ja, 144 Euro. Wie damals ich auch das Video schon gemacht habe, dass ich mir schon gedacht habe, dass es nochmal ein bisschen zurücksetzt. Ich hätte mir fast erwartet, dass es noch etwas weiter zurücksetzt, bis auf 139 Euro. Das wäre dann hier ungefähr gewesen. Hat es nicht getan, sondern es ist dann einfach gleich wieder nach oben gelaufen zum Allzeithoch und ist somit mit dem heutigen Tage letztendlich dann tatsächlich durchbrochen, hat so einen kleinen Schub. Ja, nochmal gestern von 1-2% und heute von 1-2% nochmal nach oben. Das heißt, innerhalb von 2 Tagen nochmal so, ja, summa summarum 4-5%. Also quasi, ja, ein sehr schöner Anstieg nach oben. 4-5%, das ist. Ja, was manche Aktien im ganzen Jahr an Dividende ausschütten, ist dann nochmal in 2 Tagen nochmal zugelegt. Ja, long story short, ich hatte ja da groß und breit 1, 2, 3 Videos gemacht, als es hier das Allzeithoch sozusagen angetestet hat. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf 3 Monate dazu raus. Hier sehen wir nochmal etwas deutlicher, wie lange es hier einfach auf 130 herumgedümpelt ist, also quasi. Ja, mehr oder weniger hier von 20. September bis eben vor kurzem, 6. November, so, ja, man könnte sagen 2, 3 Monate. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückgehen auf 6 Monate, dann sehen wir, dass hier letztendlich schon mal wir schon mal auf diesem Niveau waren, 146 Euro und sowas. Und das war eben der Grund, warum ich dachte, dass es da eben nochmal zurückfällt. Ja. Ist es letztendlich nicht. Und wir sind hier, man sieht es ganz deutlich heute, einfach durchgestoßen über auf neue Hochs. Und ja, ich freue mich natürlich, weil ich natürlich investiert bin. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht, damals habe ich ja hier, wann bin ich eingestiegen? Jetzt nochmal ganz kurz dazu. Also ich bin zum einen eingestiegen vor dieser Zeit, wo es hier angestiegen ist. Und dann nach dieser Zeit, also weit vor dieser Zeit, und dann habe ich sogar hier mal die Hälfte wieder verkauft gehabt, erinnere ich mich gerade. Ich werde in Zukunft auch das Ganze penibelst genau dokumentieren über dieses Performance-Tool und Statistiken machen und alles drum und dran, alles zu seiner Zeit. Wenn ich dann sozusagen in den Weihnachtsferien mehr Zeit habe, wie gesagt, dann mache ich das alles ein bisschen solider und so weiter. Ja? Ich mache das alles noch nebenbei zu meinen normalen Jobs. Und muss ich jetzt nochmal hier so ein Jahr zurückgehen. Ja, genau, hier war dieser Anstieg von 116. Am 11. April 2019 auf 130 innerhalb von ja, 2, 3 Tagen, als eben die News rauskam, dass sie einen eigenen Streamingdienst machen. Und ich hatte die Disney schon etwas länger, weil ich einfach von Disney fasziniert bin und überzeugt bin und alles. Ne? Also schon als ich nichts von Streamingdienst wusste. Entscheidend ist, dass ich hier nochmal einen ziemlich großen Batzen nachgelegt habe. In dieser Phase eben, ich zeichne es hier nochmal ein, der doch 2, 2,5 Monate sowas war, wo sie einfach kaum regungslos auf 130 rumgedümpelt war. Und es war schon eine Durststrecke, muss ich sagen, psychologisch gesehen. Ja? Also 2, 3 Monate eigentlich nichts gemacht, außer auf 130 gesessen sozusagen. Und viele, viele andere Aktien, die ich hätte kaufen können mit dem Geld, was ich hier investiert hatte, ja, bei 130, sind davon gelaufen. Ja, eine Facebook, eine Tesla, ja, und so weiter. Und ich habe mir schon ganz, also teilweise über 100% in dem gleichen Zeitraum, und ich habe mir schon mal ab und zu gedacht,
Tja, also und was mir eben, was nochmal entscheidend ist, was mir da eben geholfen hat in dieser sogenannten Durststrecke hier von 130, so manche andere Aktie hätte ich vielleicht wieder abgestoßen, ja, aber von Disney bin ich eben persönlich überzeugt. Und wenn du eine, also sagen wir mal, fundamental eine Aktie bewertest, ja, also da Zahlen, Daten, Fakten und dann noch quasi persönlich überzeugt bist von einem Produkt oder einer Dienstleistung, egal was es herstellt. Also wenn es jetzt McDonald's gewesen wäre oder irgendein Rüstungskonzern oder irgendwas, ja, dann hätte ich diese Affinität nicht gehabt, ja, und hätte höchstwahrscheinlich die Aktie abgestoßen. Und diese Kombination, ja, von einer guten Aktie, die du aber auch persönlich gut findest, ja, das hilft ja eben bei so Durststrecken dann letztendlich psychologisch gesehen halt über den Berg sozusagen. Und das war in dem Fall eben sehr stark der Fall. Und wie gesagt, ich hatte, also das waren zwischen 5 und 10% meines gesamten Portfolios habe ich investiert gehabt, ja. Und es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, ja. Und dann eben in der Woche, wo eben der Streamingdienst live gegangen ist, sofort 10 Millionen User, bum, 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 ja. Und dann eben letztendlich die verdiente Rallye eben zum ehemaligen Hoch hier und darüber hinaus und dann ganz kurz Rücksetzer nur. Ich wollte eigentlich nochmal ein bisschen was nachkaufen bei 139, 140, irgendwie sowas. Und dann war ich auch abgelenkt mit Arbeit und allem drum und dran. Dann bin ich nicht mehr dazugekommen, aber ist egal. Und letztendlich hier eben ein schöner Anstieg nochmal. Ne? Also ja, man könnte sagen, nochmal von dem Low hier, ja, nochmal gut, ja, 6, 7 Euro oder sowas. Ne? Also 5% in der Richtung. Und ja, das hat natürlich mein Portfolio nochmal ein Stück weit schön ja, angehoben in der Jahresperformance auch so gesehen. Ja. Ich habe relativ wenig Fehler gemacht in diesem Jahr und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich hatte schon einige Videos zum Thema Facebook, sage ich schon, Disney gemacht und auch mit Zahlen, Daten, Fakten belegt. Ja, also wie viele User, was alle anderen Streamingdienste können, nicht können und welche Content Dichte Disney hat, also eigenen Content, also nicht irgendwo geleasten Content oder lizenzierten Content oder ja, also zeitlich begrenzt lizenzierter Content, ja. Disney hat eine ganze Menge Evergreen Content, ja, und das ist auch entscheidend. Also das ist Evergreen heißt immer grün, ja. Das heißt, die haben irgendwie teilweise Geschichten, die sie selbst sozusagen geschrieben haben, ja, diese typischen Geschichten eben von Disney, die sie auch 10-mal neu verfilmen und jedes Mal ist es ein Hit, ja, und keine andere Firma oder Netflix oder irgendwelche anderen Apples oder so haben das Recht, natürlich hier einen Film zu machen, wo der Schneewittchen heißt oder sowas, ja. Und davon gibt es ganz viel, ja. Und dann dazu haben sie auch noch die Simpsons, Marvel, also alles Mögliche, ja. Und ja, auf jeden Fall. Und was halt auch dazu kommt, was entscheidend ist für den Erfolgsfaktor von den Filmen oder respektive den Content, den die produzieren, ist halt diese gesamtheitliche Zielgruppe, ja. Ein Disney-Film, der rauskommt, wenn eine Familie 5 Köpfe groß ist, dann schauen 5 Leute diesen Film an. Punkt. Ja. All diese Nischenfilme, ja, das ist dann wieder nicht für Kinder, dann ist es wieder nicht für Frauen, dann ist es wieder nicht für Männer, ja. Und halt nur für Leute, die halt irgendwie, ja, was weiß ich, Horrorfilme mögen und viele mögen Horrorfilme wieder nicht und so weiter und so weiter. Und Disney-Filme schauen immer alle an, ja, also die komplette Familie letztendlich, ja. Und deswegen, also wenn du dir mal anschaust, also so Star Wars, ne, also wie viele Generationen
Also es ist quasi drei Generationen gehen da auf einmal ins Kino und schauen sich das an in den USA und so weiter. Ne? Also da kommt jetzt nochmal einer raus. Tja, momentan ist auch irgendwie Schneewittchen wieder draußen oder die Eiskönigin, ja genau, das ist auch ein voller Erfolg geworden, ja, auch ganz clever gemacht, um die Zielgruppe nochmal auszuweiten, dass es jetzt auch für ältere Kinder ist und so weiter. Also es ist wirklich wert, sich mit diesem Titel, ich nenne es ungern so, aber Aktientitel, letztendlich ist es eine super Top-Firma, die wirklich ja, mal was Sinnvolles tut. Ja? Also irgendwie was Nettes, was nicht mit Blutspritzen zu tun hat. Oder ja, es ist das ist ja immer das, was die da produzieren in der Filmbranche. Ja? Es muss immer. Desto mehr, entweder Gewalt, Sex, ja, oder beides, eine Kombi daraus oder Horror, ja, das, was ja letztendlich die Kombi daraus ist, ja, also immer nur, ja, extrem, und ich kann dir eins versprechen, also, dass jeder Film, den du dir anschaust, formt auch dein Unterbewusstsein, ja, also da will ich jetzt nicht zu tief rein in diese Diskussion, ja. Also mit anderen Worten, ist es ähnlich wie beim Gaming, ja? Also wenn du quasi ständig dir immer nur irgendeine Sache reinziehst, ja? Dann beeinflusst das dein Unterbewusstsein. Und es soll ja schon Leute gegeben haben, die sich entsprechende Games reingezogen haben, zu sehr, ja, zu häufig oder auch Filme und dann losgezogen sind und halt irgendwie den Cowboy gespielt haben, ja, mal in Anführungsstriche und einfach angefangen haben, irgendwo rumzuballern. Okay, da will ich jetzt nicht zu weit rein in dieses ganze Thema. Ich sage nur einfach, Disney ist einfach, das ist softer Content, meiner Meinung nach, im Vergleich zu allem anderen Zeug, was es da draußen gibt, äußerst gesunder Content, ja, mal einfach, möchte es mal so einfach so formulieren, den so jetzt einfach mal stehen lassen, ja. Okay, das ist eben der Grund auch, warum ich da persönlich attached bin und und wenn das eben passt, ja, mit fundamentalen Daten und allem anderen, dann ja, dann hält man eben auch einfach solche Durststrecken durch und das ist einfach insgesamt eine gute Strategie. Ja, okay, weil ich nämlich in der Vergangenheit schon oft genau zum falschen Zeitpunkt gekauft bzw. verkauft habe. Ne? Das geht ja, glaube ich, auch nicht nur mir so. Ja, das geht ja vielen Leuten da draußen so. Okay, so, damit soll es auch wieder gewesen sein für dieses kurze Update, was die Disney-Aktie betrifft. Tja, ich bin soweit zufrieden. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ja, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr Bock habt und den noch nicht abonniert habt. Ich werde mir Mühe geben, die nächsten Videos einfach noch besser zu machen. Ja, ich weiß, das Niveau ist unglaublich gestiegen, auch auf Yahoo, wollte ich schon sagen, auf YouTube. Ja, und ich denke mal, dass ich mich da auch weiter mitwachsen und mitentwickeln werde und werden will und möchte. Und es ist auch sehr interessant. Also, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Gib mir mal einen Daumen hoch. Ist ja nur ein kleiner Klick, ne? Dauert ja nur eine halbe Sekunde. Bis dann. Ciao, tschüss.